Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ihr habt die Nachricht wahrscheinlich schon gehört. Es kommt Blumenkranz Evoli. Für 2 Monate ab morgen, dem 1. September bis zum 1. November, haben wir einen Feldforschungsdurchbruch Blumenkranz Evoli. Die Meinungen sind gespalten. Die Mehrheit findet es extrem schlecht. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ja, meine Meinung an sich ist mir eigentlich egal, weil ich habe schon lange nichts mehr aus dem Durchbruch gebraucht. Selbst wenn es legendär ist, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich das brauche. Eigentlich brauche ich gar kein legendäres mehr. Dementsprechend, das letzte, was mich interessiert hatte, war Ninja Tom. Das ist auch schon, glaube ich, ein Jahr her. Fast ein Jahr her. An sich finde ich es immer gut, wenn nicht legendär gekommen. Aber Blumenkranz Evoli ist jetzt nicht so wirklich der Hammer. Muss man ehrlich so sagen. Gab's in der Wildnis zu fangen wie Radfratz. Also wirklich massenhaft, einfach wild zu fangen, hunderte. Dementsprechend jetzt so besonders ist es nicht, dass es in den Durchbruch kommen sollte. Klar, ein Shiny ist krass. Wobei auch da die Meinungen sich spalten. Nicht jeder sammelt Shiny. Also schon Shiny, aber nicht jeder sammelt irgendwelche Hut-Varianten in Shiny noch zusätzlich dazu. Die meisten haben schon ihr Shiny Evoli. Und ob es jetzt einen Blumenkranz hat oder nicht, interessiert wenige. Aber für die Sammler ist es natürlich eine gute Aktion. Die brauchen natürlich noch jede Evoli-Form, jede Entwicklung in Shiny mit Blumenkranz. Und das ist halt relativ selten. Dementsprechend ist das, wobei 8 Chancen auf ein Shiny Evoli Blumenkranz ist jetzt auch nicht so groß. Aber auf jeden Fall besser als gar keine Chance darauf. Aber für viele, die es halt nicht interessiert, ist es halt so vollkommen egal. Klar gibt es natürlich auch welche, die haben Blumenkranz Evoli verpasst. Und die kriegen jetzt 8 garantierte, können sich dadurch alle Entwicklungen entwickeln. Ist auch eine feine Sache. Aber für die meisten, die haben einfach genug und brauchen das halt so gar nicht. Vor allem der Unterschied ist halt so riesig, enorm. Blumenkranz Evoli ist halt Dreck. Überhaupt nicht selten, überhaupt nicht besonders. Und Shiny Evoli mit Blumenkranz ist halt eines der seltensten. Also die Differenz ist halt so extrem. Ich denke, die meisten werden sich freuen, wenn sie einen Shiny bekommen und die kriegen das auch sicher gut los. Aber in den meisten Fällen ist es halt einfach nur ein Evoli mit Blumenkranz. Das ist halt echt absolut keine Rolle. Man sieht es auch am Feedback, an der Resonanz, die ganzen Kommentare. Durchweg eigentlich negativ, keiner braucht das, schreiben die meisten. Wie gesagt, eure Meinung unten in den Kommentaren. Bin ich davon begeistert? Nicht wirklich. Aber finde ich es extrem schlimm. Auch nicht wirklich, also der Durchbruch lässt mich generell immer kalt. 2 Monate sind halt eine lange Zeit, aber 8 Chancen, wie gesagt, an sich ist es schon okay. Ich finde es an sich auch immer gut, wenn sie nicht nur legendäre reinpacken. Das Galaxo damals fand ich auch okay und wie gesagt Ninja Tom zum Beispiel. Man kann es den Leuten nie recht machen, es gibt immer welche, die meckern werden. Ja, da müssen wir jetzt durch, 2 Monate, gönnt euch hoffentlich einen Shiny Evoli. Das geht ihr sicher immer gut los. Ansonsten schauen wir mal, was dann im November kommt. Ich gehe jetzt raus zocken und das 24 Stunden lang. Ihr könnt das auf Instagram und Facebook mitverfolgen. Und da werde ich mal ein Update posten. Ich bin gespannt drauf. Freut euch auf das Video. Ansonsten immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist jetzt Business.